Guten Morgen. War Spirit, was steckt dahinter? Was steckt wirklich dahinter? Denn ich glaube, und das ist meine Erfahrung aus vielen Kommentaren und vielen Nachfragen und vielen, hey, das ist War Spirit, dass das alles ein bisschen falsch rüberkommt. Also, so ein Kanalname, der hat meist zwei Gründe. Zum einen Identifikation, ich bin. Und zum anderen Assoziation. Das bedeutet, gehen wir mal so 4 Jahre zurück, wo der Kanal entstanden ist. Der Kanal ist entstanden mit dem Namen Christian Checkt. Ich habe Produkte getestet. Das ist der grundsätzliche Sinn dieses Kanals gewesen und auch immer noch. Jetzt teste ich halt nicht nur Produkte, sondern ich habe halt irgendwann angefangen, die vegane Ernährung zu testen, damals als Fleischesser, und teste quasi alles. Und auch bis heute teste ich vor allem Bücher, aber auch Produkte, Nahrungsergänzungen, was auch immer. Und zurzeit teste ich sogar ein ganzes Auto. Und dann war irgendwann Christian Goes Vegan. Auch das war Identifikation. Christian checkt, Christian Goes Vegan. Irgendwann ging es mehr in die Richtung Assoziation. Das heißt Bedeutung. Der Kanalname war nicht mehr ich. Ich war nicht im Vordergrund, sondern der Sinn des Kanals. Und das hieß dann damals Good Morning Germany. Übrigens Christian Pörzel, also mein Name, war auch zwischendurch mal ganz kurz 2, 3 Wochen präsent. Auch das war Identifikation. Aber irgendwann kam Good Morning Germany. Und da war einfach so der Sinn, dass man morgens, jeden Morgen, und deswegen auch guten Morgen, jeden Morgen so eine Inspiration für den Tag bekommt, wo man ein bisschen überlegen kann, ein bisschen nachdenken kann. Und ja, da bin ich schon etwas weg von der Identifikation gegangen. Und dann kam irgendwann War Spirit. Und der War Spirit, und in dem Video, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, da kommt immer so ein Vorstellungsvideo auf meiner Kanalseite und da erkläre ich das so ein wenig. Aber immer wieder werde ich mit War Spirit angesprochen. Und ich bin Christian. Ich bin nicht War Spirit. Ich bin Christian. Der War Spirit, die Assoziation, die ich damit habe, das ist so der Zugang zu unserer Natürlichkeit, der Zugang zur Wahrheit, zur Reinheit. Aber Reinheit nicht im Sinne von irgendwie, was heutzutage häufig glorifiziert wird, antibakteriell, Antipilz, Antiparasiten, ganz rein, ganz klar und so, sondern Reinheit im Sinne von energetischer Reinheit, dass wir in dem Flow sind. Und das bedeutet auch, dass wir schmutzige Gedanken haben. Und das bedeutet auch, dass wir mal was essen, was nicht gut ist, weil wir einfach in dem aktuellen energetischen Zustand, in dem wir uns befinden, es absolut töricht wäre, irgendetwas Aufgesetztes, eine gewisse Idealvorstellung einfach zu übernehmen, weil das nicht unserem aktuellen energetischen Flow entspricht. Deswegen scheitern auch übrigens sehr so viele mit einer gesunden Ernährung oder einem gesunden Mindset, weil sie es einfach nur aufgesetzt haben, anstatt selber den Herzensweg zu gehen. Und das ist der War Spirit. Das ist der War Spirit. Der War Spirit ist in jedem von uns. Das ist der grundnatürliche Zugang zum Sein. Das ist ein Zustand. Das ist ein Zustand. War Spirit ist ein Zustand. Das ist kein Name. Wir alle können in den War Spirit hineingehen oder den War Spirit erfahren, unseren eigenen War Spirit, unseren rohen Geist, unsere Essenz, das Sein. Und ich finde das so wichtig. Ich finde das so wichtig, dass deswegen habe ich diesen Namen gewählt, dass es eben nicht eine Identifikation ist. Ich bin Christian. Ich bin nicht War Spirit. Ich bin Christian. Deswegen verabschiede ich mich auch, wenn ich mich verabschiede von euch, euer Christian oder so. Und der War Spirit ist etwas, was wir alle haben, auf unsere eigene Weise. Und der War Spirit von mir ist ein anderer als der War Spirit von einem anderen. Und entsprechend möchte ich euch dazu animieren, dass ihr vielleicht in dem Gedanken, wenn ihr an War Spirit denkt, wenn ich das einfach so sagen kann, jeder hat natürlich die freie Wahl, aber ich würde gerne, und das mache ich jetzt, einfach mir mal Luft machen und sagen, hey, ich bin nicht War Spirit. Ich bin gerne im Zustand des War Spirit, aber ich bin nicht War Spirit.
Also eigentlich bin ich es schon, metaphorisch gesehen. Aber ich bin erstmal in erster Linie Christian im normalen Umfeld. Na, mein Ego, Christian. Ich bin Christian. Ja. Und der War Spirit ist halt ein Zustand von Sanftheit, von voller Liebe geprägt, von Respekt und ohne Dogmen und ohne so eine Starrheit. Das ist unser ganz natürlicher Zustand, den sehr wenige Menschen leben, denn wir bekommen sehr häufig von außen Druck, Verantwortung, die wir tragen sollen, müssen oder eigentlich müssten, und das übernehmen wir. Und da entsteht natürlich Groll. Wenn wir von außen Druck spüren, dann entsteht eine Abwehrhaltung. Obwohl wir diese Verantwortung für andere Menschen intrinsisch in uns tragen, weil wir ein Gemeinschaftstier sind. Wir sind ein soziales Wesen. Jeder, der einen großen sozialen Kreis hat, wird wissen, wie angenehm das ist und wie gut sich das anfühlt. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir gezwungen sind, für andere da zu sein, zum Beispiel in Form eines Gemeinschaftsvertrages, dann entsteht Groll. Viele Menschen, die arbeiten, haben einen Groll gegenüber Menschen, die Arbeitslosengeld beziehen oder Sozialhilfe, weil sie wurden nicht gefragt. Sie müssen für diese Menschen mitbezahlen. Und andererseits wäre es aber so, wenn sie in ihrem persönlichen Umfeld Menschen haben, die arbeitslos werden oder die sich umorientieren möchten und die das dann auch klar artikulieren und wo auch eine gewisse Basis besteht zwischen den Menschen, sind die Menschen grundsätzlich immer dazu geneigt, den Menschen zu helfen. Aber das muss freiwillig geschehen und da muss auch ein gewisser energetischer Fluss entstehen. Das heißt, wenn ich jemanden helfe, wenn ich jemanden, mach mal ein ganz krasses Beispiel, wenn ich habe ganz viel Geld und jemand möchte sich gerade beruflich umorientieren und dieser Mensch sagt mir einfach, hey Christian, ich würde gern für ein halbes Jahr, für ein Jahr einfach mal das tun, was ich liebe, und ich würde mich total freuen, wenn du mich in dieser Zeit unterstützen könntest. Und das ist ein Freund, mit dem ich schon sehr, sehr viele Jahre geteilt habe, gute, schlechte Zeiten, was auch immer, und mir würde das jetzt nicht so wehtun, im Monat 200, 300 Euro ihm zu geben. Und dann macht das bei 3, 4 Freunden. Und dann würde ich das wahrscheinlich tun. Und dann wäre einfach so, auch die Dankbarkeit, die dann rüberkommt, das wäre einfach so ein energetischer Fluss, dass das ganz normal funktionieren würde. Aber wenn das von Gesetz verordnet wird, dann entsteht sofort eine Abwehrhaltung. Und ja, und das ist halt leider so. Das ist leider so, und eigentlich ist es bizarr, es ist dieselbe Situation, aber einerseits mit Druck auferlegt und andererseits eine freiwillige Sache. Und da finde ich halt, dass wir da Potenzial haben, um eben dann in diesen War Spirit, in diesen grundsätzlichen zufriedenen, sanftvollen Geist zurückzukehren und ja, und da eben diese Dinge, die ja existent sind, wie der Gemeinschaftsvertrag und noch ganz, ganz andere Dinge, die auf uns wirken als der Umwelt, ne, Umweltverschmutzung oder ja, was auch immer da auf uns gerade wirkt, also Strahlung und will da gar nicht in die Tiefe gehen, weil da gibt es ja unterschiedliche Meinungen über verschiedene Dinge. Aber das wird das alles trotzdem sanft aufnehmen, voller Liebe und nicht in Abwehrhaltung und sagen, hey, das ist scheiße und das ist böse. Sondern dass wir das akzeptieren und tun, was wir tun können, dagegen, wenn wir das als negativ empfinden. Und ja, einfach das. Und das ist auch so, wer schon länger den Kanal verfolgt, wird es erkennen, dass so die Grundleitlinie dieses Kanals, dass die Grundebene, die Grundbasis, dass wir die Dinge erstmal akzeptieren, so wie sie da sind. Und dann schauen, was wir tun können. Und das, was wir tun, im Einklang mit unserer Persönlichkeit, dem War Spirit, unser grundsätzlicher Ist-Zustand, unser Sein, dass wir flowen, dass wenn wir im Garten arbeiten, dass wir im Garten arbeiten, wenn wir kacken, dass wir kacken, und wenn wir Videos drehen, dass wir Videos drehen, dass wir immer in diesem Zustand sind und dass wir das akzeptieren und
Ja, und wenn wir sterben, dass wir dann sterben. Ohne da groß, ja, einfach so rumzuzappeln. Sondern einfach die Dinge tun. Und das ist der War Spirit. Und nicht ich. Ich bin der Christian. Ich möchte es einfach mal loswerden. Mir war das schon häufiger so ein Bedürfnis, auch zu sagen, dass der War Spirit immer ein anderer ist. Viele reden immer von bewusstem Leben. Und meinen damit, musst dich vegan ernähren. Nein, du kannst töten. Du kannst Menschen töten und ein bewusstes Leben führen. Weil du hast darüber reflektiert und du findest es gut, Menschen zu töten, weil sie nicht an Allah glauben oder weil sie nicht an Jesus glauben oder weil sie nicht an War Spirit glauben. Wie auch immer. Bewusstes Leben heißt nur darüber nachzudenken und jeder kommt dann zu anderen Schlüssen und führt ein bewusstes Leben. Und das bewusste Leben eines anderen, das kann ich persönlich, für mich, mein Ego, kann es als schlecht bezeichnen. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn jemand jemanden tötet. Dann sage ich, hey, uncool, es ist schlecht, sperrt ihn ein. Das können wir machen, wenn wir einen Gesellschaftsvertrag haben, den wir in Deutschland diesbezüglich auch haben und dann ist gut. Für mich, für mein Ego, Christian. Aber trotzdem führt derjenige ein bewusstes Leben. Bewusst, er denkt darüber nach. Wenn er darüber nachgedacht hat. Wenn er natürlich nicht darüber nachgedacht hat, sondern nur die Kehlen durchschneidet, weil alle anderen das vor ihm auch getan haben, dann führt er ein unbewusstes Leben. Und genauso führt jemand ein unbewusstes Leben, der sich pflanzlich ernährt, nur weil das sein ganzer Freundeskreis macht. Das heißt, bewusst leben bedeutet für jeden etwas anderes. Und auf das Beispiel mit dem Personen zurückzukommen, die oft dargestellt werden als oder Personen, die alle am besten das Gleiche tun und die gleiche Verantwortung gesellschaftlich übernehmen. Das heißt auch familiär oder mit ihren Steuern. Das ist Unsinn, weil jeder hat einen anderen War Spirit. Es gibt Menschen, die haben unglaubliche Talente. Ne? Und es gibt Menschen, die haben autistische Züge und Die sind total gut darin, Probleme zu lösen oder eine Technologie zu entwickeln. Und auch Nicht-Autisten haben natürlich die Möglichkeit und haben Talente. Und es gibt Menschen, die sind einfach nicht geboren, Verantwortung für andere zu übernehmen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und ihr bewusstes Leben ist ein anderes als das eines anderen. Ein anderer trägt besonders viel Verantwortung und mag das auch. Er hat das Gen oder was auch immer, die Energie in sich. Und deswegen nochmal, der War Spirit ist für jeden ein anderer. Aber was allen zu eigen ist, jeden War Spirit, ist seine Zufriedenheit, seine Sanftheit, sein Respekt, seine Demut. Und das ist mir wichtig zu kommunizieren. Und das sollte der rote Faden sein, der von diesem Kanal ausgeht. Und kein Dogmatismus und kein das ist richtig und das ist falsch. Musst du mal gesagt werden. Macht's gut.